Heute ein Abenteuer der besonderen Art. Ich bin in der Körperweltenausstellung und was ich mit meinem Kanal in dieser Ausstellung zu suchen habe, erkläre ich euch in diesem Video. Gefühlt habe ich sie auch schon, aber noch nie so schön ausgedrückt. Ich sag euch mal, mein Leben und dieser Kanal. Ja super, magst du jetzt denken, was hat das auf dem Reisekanal zu tun? Naja, es geht bei mir ja nicht nur ums Verreisen, sondern ums Reisen. Die Reise des Lebens. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Leben und Tod. Aber es wird bei mir noch viel persönlicher. Ich behaupte, ich habe 3 Mentoren in meinem Leben gehabt und einer davon ist halt Günther von Hagens gewesen. Wir haben uns um das Jahr 2000 in Köln kennengelernt und bei ihm habe ich halt gelernt, wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Ihr kennt das vermutlich aus dem Naturkunde Museum. Dort stehen meistens ganz viele Gläser mit irgendwelchen Tieren oder vielleicht auch einer menschlichen Leber herum und die sind alle gefüllt mit einer Flüssigkeit. Meistens ist das Spiritus oder hochprozentiger Alkohol und dieser verhindert halt, dass das Tier oder die Leber verwest. Günther von Hagens war derjenige, der verstanden hat, wie man Kunststoff in Körperzellen bringt und somit Kunstwerke für die Ewigkeit schaffen kann. Das Plastinat hinter mir soll zeigen, dass Stress töten kann. Ich gehe besser noch mal meinen Blutdruck messen. Das Plastinat zeigt eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Es ist halt unheimlich wichtig, möglichst das Herz auch wirklich zu treffen auf dem Sternum. Und dann funktioniert das Herz eigentlich wie im Schwamm. Man muss dem Herzen halt die Möglichkeit geben, dass Blut einfließt und es dann wieder komprimieren, damit das komplette Blut rausgedrückt wird. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung muss sofort angefangen werden, denn nach 2 Minuten sterben die Hirnzellen ab und eine abgestorbene Hirnzelle bleibt abgestorben und der Mensch wird sterben oder zumindest schwerster Pflegefall werden. Bei diesem Plastinat hier wird gezeigt, wie die Atmung funktioniert. Ist ein relativ komplexer Vorgang, den ich jetzt nicht erklären möchte. Ich habe da aber gerade ein Déjà-vu. Ich habe 2001 mein Examen gemacht und da war die Körperweltenausstellung in Köln. Ich habe aber in der Uniklinik in Düsseldorf mein Examen gemacht und ich habe die Anatomiebücher selten verstanden. Und da gab es tatsächlich 2-3 Mal die Situation, dass ich von Düsseldorf nach Köln gefahren bin, an den Heumarkt, in die Ausstellung rein, habe mir das Plastinat angeguckt. Ich wusste ja ganz genau, wo ich hin muss. Und da habe ich mir gedacht, klar, so funktioniert das. Dann habe ich es kapiert gehabt. An diesem Ausstellungsstück kann man sehr schön sehen, wo der Unterschied ist zwischen einem Plastinat und einem normalen Ausstellungsstück, sage ich mal. Hier sieht man einen menschlichen Körper sehr dick so auseinandergeschnitten und man kann wirklich alles ganz genau sehen. Und wenn das in so einem Glas ist, nee, dann klappt das nicht mehr. Aber für meinen Geschmack geht es noch ein bisschen besser. Und zwar haben wir hier hauchdünne Scheibenplastinate. Die sind wirklich, ich weiß nicht, ich denke mal 0,5 mm dick. Genial. Hier haben wir das Plastinat des Torwarts. Ist jetzt das Einzige, was ich gefunden habe, was nicht in der Glasvitrine steht. So kenne ich die Plastinate tatsächlich, dass man sie ohne Glas betrachten kann. Und das ist eigentlich auch total cool, weil dann kann man wirklich echt alles sehen. Man wird halt nicht aufgehalten von dem Glaskasten. Man kann jede Faser richtig schön sehen. Ich habe mal gesehen, wie so ein Plastinat hergestellt worden ist. Da waren wirklich asiatische Mitarbeiter, die haben hier mit ganz kleinen Skalpellen gesessen und dann haben die aus diesen Fasern das Fett entfernt. Das war wirklich unglaublich, mit welcher Genauigkeit die da gearbeitet haben. Ja, liebe Leute, so sieht eine gesunde Lunge aus. So sieht die von Rauchern aus. 20 Zigaretten am Tag belasten die Lunge mit 1 Tasse Teer im Jahr. Ich bin jetzt kein Raucher, aber 20 Zigaretten, raucht ihr die? Schreibt mir mal in die Kommentare. Am Ende der Ausstellung steht auch eine Frage, die ich euch einfach mitgeben möchte. Und zwar, bevor ich sterbe, möchte ich. Und wenn du deine Antwort noch nicht gefunden hast, dann klick jetzt auf dieses Video.